Reinhard Loske, Entschuldigung, herzlich willkommen und schön, dass Sie uns mit Ihrem Wissen bereichern. Ja, herzlichen Dank. Ja, das Thema, was mir gestellt ist, ist den Blick auf das Jahr 2040 zu richten. Bevor ich dazu aber komme, möchte ich auf den sehr schönen Vortrag von Herrn Schulze noch eingehen, gerade als jemand, der ungefähr so die Hälfte seines Erwachsenenlebens in der Politik verbracht hat, auf der kommunalen Ebene, in der Landesregierung, auch im Bundestag und die andere Hälfte in der Wissenschaft, also am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, was ich mit aufgebaut habe, oder an der Uni Wittenherdecke oder jetzt auch an der Cusanus-Hochschule. Das Bild, wo Sie quasi dieses Thema Science-Policy-Interface, wie es ja so schön heißt, thematisieren. Auf der einen Seite sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich um Graphen kümmern, die sich um Daten kümmern. Auf der anderen Seite sind die Politikerinnen und Politiker, die sich um Meinungsumfragen kümmern, um Wahlergebnisse und so weiter. Auf der Karikatur, die übrigens aus dem Jahr 2007 ist, fehlt etwas, nämlich der Lobbyismus. Der Lobbyismus, also die spezifische Vertretung von vermeintlich ökonomischen Interessen und der daraus resultierende Druck auf die Politik, die dann eben häufig im politischen Raum auf mangelnden politischen Mut stößt, weil man glaubt, man müsse auf diese oder jene Lobbyinteressen Rücksicht nehmen. Das ist eine ganz, ganz starke Bremse. Das können wir sehr schön nachzeichnen im Bereich der Energiepolitik, im Bereich der Verkehrspolitik, im Bereich der Agrarpolitik, in vielen anderen Politikfeldern. Dazu kommen wir vielleicht noch im Laufe der Diskussion, aber den Punkt wollte ich doch machen. Also es ist nicht so, dass hier die hehre Wissenschaft ist, die sich mit ihrer eigenen inhärenten Logik beschäftigt. Da ist die Politik, die sich mit ihrer eigenen inhärenten Logik beschäftigt. Nein, es gibt auch viel dazwischen, natürlich auch die Zivilgesellschaft eben, aber auch spezifische ökonomische Interessen. Und die Politik hat viel zu lange geglaubt, sie müsste ihre schützende Hand über bestimmte Lobbyinteressen halten, um ihnen beispielsweise allzu starke Zumutungen im Bereich der Umweltregulierung und so weiter vom Halse zu halten. Hat also geglaubt, sie würde den Branchen und den da vorhandenen Arbeitsplätzen einen Gefallen tun, aber im Gegenteil, der Schuss ist nach hinten losgegangen, wenn ich es mal so martialisch sagen darf. Im Energiebereich sehen wir das ganz deutlich. Die Elektrizitätswirtschaft hat viele Zukunftsentwicklungen schlicht und einfach verschlafen und viele der großen Konzerne stehen heute mit dem Rücken an der Wand. Und die Automobilindustrie ist hoffentlich klüger, das wird man sehen. Die hat ja auch lange versucht, über die Politik, die Bundespolitik, die dann wiederum versucht hat, in Brüssel allzu strenge Umweltregeln und Umweltnormen quasi zu begrenzen, das hat zur Folge, dass die Automobilindustrie eigentlich viele Entwicklungen verschlafen hat. Vielleicht kriegt sie ja noch rechtzeitig die Kurve, aber der Lobbyismus ist quasi in doppelter Hinsicht schädlich. Er verhindert konsequentes politisches Handeln und er verhindert aber auch einen Strukturwandel in Richtung Klimaverträglichkeit, Nachhaltigkeit, den wir so dringend brauchen. Das wollte ich vielleicht noch ergänzen zu diesem ansonsten wunderbaren Vortrag sagen. So, jetzt vielleicht zu dem Thema, was mir gestellt ist, das Jahr 2040, wie werden wir da leben? Ja, wer weiß das schon? Ja, ich weiß es nicht, ja, aber wir können uns vielleicht gemeinsam Gedanken darüber machen, in welche Richtung es geht. Und bevor ich oder gehen muss auch. Bevor ich dazu komme, würde ich Sie aber gerne zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen, das ich mir auf dem Weg hierher im Zug ausgedacht habe, dass wir nämlich nicht 20 Jahre vorklappen aufs Jahr 2040, sondern vielleicht nochmal 20 Jahre zurückklappen auf das Jahr 2000, plus minus. Und wenn ich so in die Runde hier schaue, dann darf ich doch annehmen, dass viele von uns dieses Jahr 2000 schon sehr bewusst erlebt haben. Und wenn wir uns da die großen säkularen, also die Jahrhunderttendenzen anschauen, dann würde ich gerne mal einige Sachen durchspielen, weil ja doch immer die Frage im Raum steht, können wir das überhaupt schaffen? In dieser kurzen Zeit, in diesen zwei, manche sagen ja auch eigentlich anderthalb Jahrzehnten, diesen enormen Wandel hinzubekommen, der ja mit vielen Veränderungen verbunden ist, der unsere Art zu leben stark berührt, zu wohnen, uns zu bewegen, Energie zu nutzen, zu reisen und vieles andere mehr. Geht das überhaupt? Ja, das ist ja die Frage, die immer wieder im Raum steht. Und dafür ist dieser Blick zurück zum Jahr 2000, vielleicht ganz nützlich. Ich habe mir gedacht, vielleicht gehen wir mal fünf Bereiche durch, die eben für sich reklamieren können, Jahrhunderttendenzen zu sein. Und beginnen möchte ich mit einem Bereich, der scheinbar nicht unmittelbar zu unserem Thema gehört. Das ist nämlich dieses Gerät,
das hier die allermeisten von uns wahrscheinlich haben. Dieses Gerät, das erste iPhone, wurde 2008 verkauft, also nach 2000. Nur mal ein paar andere Beispiele. Facebook wurde 2004 gegründet, Twitter 2006, Google Maps immerhin schon 2005. Und mit diesem Gerät gehen viele von uns heute durch die Welt, telefonieren, informieren sich, kommunizieren, twittern, schicken SMS, sind bei WhatsApp, bestellen damit, bezahlen damit, orientieren sich sogar damit, ja, teilweise gehen sogar, ja, mindestens mal im Auto. Das heißt, wir konnten uns vor 20 Jahren absolut nicht vorstellen, dass dieses kleine Ding einen so großen Einfluss auf unser Leben haben würde. Hat es aber. Dass die nur positiv sind, darf man getrost in Zweifel ziehen. Viele bezeichnen die sozialen Medien ja mittlerweile auch als asoziale Medien. Das darf man auch in vielerlei Hinsicht. Gleichwohl muss man festhalten, es wird eine immer größere Rolle spielen. Das wussten wir schon vor 20 Jahren, aber wie es konkret aussieht, das wussten wir nicht. Und dass wir vielleicht über diese Geräte demnächst unser Smart Home, unsere Smart Meters, unsere Smart Grids und all diese Dinge steuern werden oder dies heute auch teilweise schon tun, das ist eine säkulare Tendenz. Sie zeigt, dass Dinge sich auch sehr schnell ändern können. Dass wir zwar ahnen, in welche Richtung das geht, auch 2000 war schon viel von Digitalisierung die Rede, aber spezifisch und genau wussten wir das nicht. Das zweite Feld, was ich anticken möchte, was für unser Thema heute von höchster Relevanz ist, ist die Energiefrage. Die Tendenz zu erneuerbaren Energien. Wo standen wir da 2000? Wenn wir den Blick nochmal zurückrichten. Ich selber war 2000 Mitglied des Deutschen Bundestages und auch beteiligt an diesen verschiedenen Gesetzen, sei es der Atomausstieg, die ökologische Steuerreform, das Erneuerbare Energiengesetz und so weiter. 2000 war die energiepolitische Landschaft im Wesentlichen so, der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung lag bei 5%. 5%, das war im Wesentlichen alte Wasserkraft und alte Bioenergieanlagen, ganz wenig Wind, ganz wenig Photovoltaik und ein bisschen Erdwärme. So, und wir haben 2000 dann das Erneuerbare Energiengesetz gemacht, was jedem und jeder, der Strom aus Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist, für 20 Jahre lang sehr attraktive Einspeisungsvergütungen gewährt. Das Ergebnis ist, dass wir heute im Jahre 2020 einen Anteil von etwa 50% Anteil Strom aus erneuerbaren Quellen an der gesamten Stromerzeugung haben. Und es ist nicht verwegen, sich vorzustellen, dass wir irgendwann zwischen 2030 und 2035 eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien haben werden. So, nochmal zurück im Jahr 2000. Im Hauptstrom der energiepolitischen Debatte war die Ansicht so, naja, das ist ja ganz nett mit den erneuerbaren Energien, das kann man ja alles machen, aber die großen Planungen bezogen sich auf ganz andere Dinge. Ja? Da ging es darum, die Kohlekraftwerke ihren Wirkungsgrad von 38% auf 42% zu erhöhen. Oder Gas- und Dampfturbinenkraftwerke zu bauen, die einen Wirkungsgrad vielleicht von 50 auf fast 60% steigern könnten. Oder die ganz ökologischen unter den Energieleuten dann eben über Kraft-Wärme-Kopplungen nachgedacht haben, gesagt haben, Mensch, wenn wir moderne Gaskraftwerke haben plus Wärme auskoppeln, dann haben wir elektrisch und thermisch vielleicht einen Wirkungsgrad von über 80%. Ja, also quasi die Vorstellung, graduell und inkrementell die Dinge zu verbessern, schrittweise. Aber worum es eigentlich geht, was mittlerweile ja auch fast Konsens ist, würde ich sagen, ist ein Systemwechsel in diesem Fall. Da geht es also nicht darum, weiterhin graduelle, inkrementelle Verbesserungen zu machen durch bessere Kraftwerkstechnik, sondern einen Systemwechsel zu machen. Ja, und geflügeltes Wort aus dem Jahr, ich glaube 2002, 2003 war, dass der damalige RWE, Vorstandsvorsitzende bei einer Anhörung in Brüssel, meine ich, war es gewesen, gesagt hat, in Anlehnung an ein berühmtes Zitat von Franz Josef Strauß, er würde in Alaska Ananas angebaut, als dass es in einem Industrieland wie Deutschland eine 100% Vollversorgung mit erneuerbaren Energien geben könnte. Das sei nicht möglich. Das war 2000. Ja? Also auch hier kann man sagen, die Dinge können sich ändern, auch wenn es durchaus vielleicht nicht schnell genug geht,
aber sie können sich in einer unerwartet schnellen Geschwindigkeit ändern. Drittes Beispiel, auch eine säkulare Tendenz, Mobilität, Verkehr. Um 2000, wenn wir nochmal den Blick zurückklappen, da wurde viel gesprochen über die Brennstoffzelle, über Wasserstoff. Daimler ging damals sehr stark in diese Richtung bei PKWs. Mittlerweile bei, wir sprachen ja eben drüber, bei öffentlichen Verkehrsflotten, wie Bussen und so weiter, ist es ja auch sinnvoll, da hat man eine schöne Struktur. Aber es sollte auch beim PKW in die Richtung gehen. Andere sprachen über Erdgas als neues Antriebsmittel. Wieder andere sprachen über Biokraftstoffe, von denen wir heute die Schattenseiten kennen. Sicher, es wurde hier und da auch über Elektromobilität gesprochen, aber es war doch eher eine randständige Debatte. Andere Entwicklungen wie Carsharing oder autonomes Fahren und so weiter, die waren überhaupt noch nicht richtig auf dem Schirm. Die gab es in der Nische, aber die waren nicht wirklich auf dem Schirm. Und so ein Thema wie autonomes Fahren, das kam eigentlich nur in Science-Fiction-Vorstellungen vor. Also so gesehen kann man sagen, der Blick 2000 war ein gänzlich anderer. Heute im Jahr 2020 wird sehr, sehr stark, ich glaube 2021, sorry, gesagt, es geht Richtung Elektromobilität, mindestens mal im Personenverkehr. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Auch hier würde ich sagen, es ist keine verwegene Vorstellung, dass 2035, 2040 die Flotte komplett umgestellt ist. Ich selber glaube zwar, dass die aktiven Verkehre, also zu Fuß gehen und Fahrrad fahren und die öffentlichen Transportsysteme, eine viel wichtigere Rolle spielen müssen und dass wir von dem individuellen Autobesitz noch viel stärker wegkommen müssen. Und diese Vorstellung, wir reißen die Ottomotoren oder die Dieselmotoren, reißen wir raus und tun Elektromotoren rein und alles andere bleibt gleich, das ist viel zu kurz gesprungen. Ja, es geht eher um systemische Lösungen. Aber dennoch denke ich, auch hier können wir uns vorstellen, dass die Dinge sich sehr, sehr schnell ändern im Bereich der Elektromobilität, dass quasi das gesamte Verkehrssystem, wenn man vielleicht mal vom Flugverkehr und vom Seeschiffverkehr absieht, elektrifiziert ist. Das ist keine verwegene Vorstellung. Keine verwegene Vorstellung. Und insofern auch da wieder eine historische Analogie. Wenn ich dann noch weiter zurückspringe, ich habe jetzt leider das Bild nicht dabei, ich hätte es gerne mitgebracht, ich habe mir eben noch mal im Netz angeguckt. Es gibt von der Easter Parade, also von der Osterparade in New York, die immer groß zelebriert wird, gibt es zwei Fotos, eins aus dem Jahr 1900 und eins aus dem Jahr 1913. Und im Jahr 1900, die ganze fünfte Straße runter, unendlich viele Pferdedroschken und ein Auto. Das Bild hieß, Where's the car? Where's the car? 1900. 13 Jahre später, im Jahr 1913, fünfte Straße, Easter Parade, New York, Where's the horse? Alles voll Autos, eine Pferdekutsche, innerhalb von 13 Jahren. So, und da sieht man schon, dass manche Entwicklungen, wir sprechen ja vor dem Hintergrund der Frage, kann das gelingen in den nächsten 20 Jahren, dass manche Entwicklungen sehr schnell sind oder wie man heute sagt, disruptiv sein können. Das erfordert allerdings auch politischen Mut. Das erfordert nicht nur technologische Optionen, sondern das erfordert auch die Bereitschaft zur Grenzziehung. Wer den Terminus Verbote nicht mag, okay, aber auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein viertes Thema, wo ich den Blick gerne kurz zurückrichten würde, der vielleicht nicht auf den ersten Blick mit unserem Thema korrespondiert, ist beim ganzen Thema Pandemien, ja, oder Planetary Health, planetare Gesundheit, also die fundamentale Einsicht, dass die Gesundheit des Planeten mit unserer menschlichen Gesundheit aufs Engste zusammenhängt. Dass, also gesunde Menschen können eigentlich nur auf einem gesunden Planeten leben. Lange Zeit haben wir solche geglaubt, was weiß ich, Dinge wie Vogelgrippe oder sagen wir SARS oder Ebola oder Zika oder das Marburg-Virus oder was weiß ich, das wäre irgendwie weit weg irgendwo in der Südhemisphäre und könnte uns eigentlich gar nicht berühren. Jetzt seit geraumer Zeit wissen wir, dass das selbstverständlich auch uns berühren kann. Und dieses Ding hier, ja, was die meisten von Ihnen ja mithaben, ja, diese Maske, ja, wenn Sie mit dem Ding so, ja, so 2018 ins Kaufhaus gegangen wären, hier, da hätten alle gedacht, das ist ein Stadtneurotiker, ja, das ist ein Hypochonder,
der hat Angst vor Viren. Was ist das denn für eine? Wir leben doch in einer modernen Gesellschaft. Da kann doch sowas gar nicht passieren. Doch, wir wissen, es kann passieren. Was ich sagen will, dass nicht nur die positiven Entwicklungen, die wir gerade eben skizziert haben, im Bereich Technologie, Energie, Verkehr und so weiter, meinethalben auch Digitalisierung, nicht genau vorhersehbar sind, sondern auch die negativen Entwicklungen, wie beispielsweise das Thema Pandemie. Und das führt jetzt zu dem Hauptthema dieses Blogs, den ich hier halten möchte, die Klimafrage. Bei der Klimafrage ist es ja eigentlich sehr, sehr ähnlich. Wenn man ehrlich ist, wissen wir eigentlich seit 1988 fast alles über den Klimawandel. Das war meine erste Stelle nach dem Studium. 1987 bin ich bei der Enquete-Kommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre angefangen als junger Wissenschaftler. Und wenn man sich die Berichte anschaut, wenn man sich die nochmal durchliest, oder eben dann vor allen Dingen 88 den Bericht des IPCC, das kam ja auch schon zur Sprache hier, des Intergovernmental Panel on Climate Change, dann sind eigentlich die Entwicklungen ganz eindeutig vorhergesagt worden. Es gab einige Themen, die noch nicht so weit auf der Agenda oben standen, wie zum Beispiel diese sogenannten Tipping Points, dass also manche Sachen wirklich umkippen können und dann irreversibel, also unumkehrbar sind. Aber im Großen und Ganzen war die Geschichte sozusagen klar. Und es wurde ja hier schon thematisiert, warum passiert eigentlich so wenig. Und da würde ich zusätzlich zu dem, was Sie gesagt haben, noch zwei weitere Kategorien einführen, nämlich einmal die Kategorie mangelnder politischer Mut. Ja, das ist eine sehr traditionelle Kategorie, wenn man was für richtig hält, sich auch dafür einsetzen muss, auch gegen Widerstände durchsetzen muss. Und ich hoffe, dass das jetzt sich durch eine Kombination, durch das Auftreten von Klimaphänomenen auch bei uns, durch die Fridays for Future-Bewegung, aber auch jetzt durch die Beschlüsse auf europäischer Ebene tatsächlich umsetzt. Das halte ich für wirklich absolut zentral. Und die Klimadebatte hat, das wäre die zweite Erklärung oder der Versuch einer Erklärung, muss ich sagen. Es war ja immer die Vorstellung, Klimawandel, ja, den wird es wahrscheinlich geben, haben schon immer die meisten gesagt. Die Klimawandelleugner waren in Europa immer in einer kleinen Minderheit. Die gab es, aber die waren nicht wirklich relevant, anders als in den Vereinigten Staaten. Aber es war immer die Vorstellung, es ist eine globale Zukunftskrise, also in Raum und Zeit sehr weit von uns wegliegend. Ja? Und jetzt plötzlich kommen die Einschläge näher. Ich selber wohne in Bad Münstereifel, musste ich eben drüber schmunzeln, als Sie da sprachen. Also bei mir hinterm Haus, 5 Kilometer entfernt, ich wohne in einem Seitental vom Ahrtal, im Saarbachtal, sind 140 Menschen zu Tode gekommen. Das war bis vor kurzem undenkbar, ja, dass so etwas passiert. Also ich glaube, dieses Gefühl der Dringlichkeit, das ist jetzt da und man kann nur hoffen, dass wir noch nicht zu weit gegangen sind, ja, dass die Entwicklungen noch eindämmbar sind, dazu komme ich gleich, und dass der politische Mut jetzt auch wirklich da ist. Deswegen wird diese Regierungsbildung, wie es dann genau aussieht, werden wir sehen. Ich habe noch gar keine Nachrichten gehört jetzt in den letzten Stunden, aber ich glaube, dass für diese Regierung ist es absolut essentiell, dass sie bei dem Thema was leistet, dass sie auf europäischer Ebene was leistet und auch im internationalen Maßstab, in der ganzen Nord-Süd-Thematik, das kam ja eben auch schon zur Sprache. Wenn das jetzt nicht geschieht, dann ist die historische Mission vergeigt, wenn ich es mal so umgangssprachlich sagen darf. So, jetzt zu meinem eigentlichen Vortrag. Ich bräuchte einen Hüter der Zeit. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Na, wenn Sie mir vielleicht dann sagen, wenn ich dann gleich, vielleicht geben Sie mir kurz vorher ein Signal, weil sonst der Vortrag... Wenn Sie aufstehen, müssen Sie zum Ende kommen. Okay, gut, machen wir es so. Ich habe natürlich einen Vortrag vorbereitet, der im Wesentlichen aus 4 Teilen besteht. Ein paar Basics, aber allgemeiner, als der Kollege Schulze das gemacht hat. Dann zweitens, warum ich glaube, dass der ökonomische Blick, Sie haben ja stark aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive geschaut, ich bin auch Politikwissenschaftler, aber im Studium und in der Promotion habe ich mich auch mit Volkswirtschaftslehre beschäftigt, deswegen würde ich gerne eine ökonomische Perspektive einnehmen und auch einen sehr kritischen Blick auf die Ökonomie werfen, auf die Ökonomie als Disziplin. Und dann im dritten Teil, ich hoffe, das schaffe ich noch in den Minuten, die mir zur Verfügung stehen, ein bisschen was sagen über die Ökonomie der Zukunft, weil meine Aufgabe ja ist, in die Zukunft zu schauen und wie die Ökonomie, oder ich spreche eigentlich von den Ökonomien der Zukunft in den nächsten
15, 20 Jahren aussehen und wie wir dorthin kommen. Weil wir müssen wegkommen von der Vorstellung, es gebe ganz klare, so da müssen wir hin, so, das mag für den Korridor gelten, wie wir es auch gerade gesehen haben, der Korridor ist wichtig, aber zu glauben, man wüsste schon genau, was kommt, das ist anmaßend, eine gewisse Offenheit muss da sein. So, jetzt steige ich mal ein in die Präsentation mit dem ersten Teil. Wie gesagt, das sind Basics, mir fehlt jetzt die Zeit. Und also die ganzen Studien schon seit den 70er Jahren, ob es 72 die Grenzen des Wachstums war oder 1980 global 2000, dieser dicke Bericht an den Präsidenten oder viele Umweltstudien der 90er Jahre, die fußten im Grunde genommen alle auf dieser Formel, die sogenannte iPad-Formel. Das heißt, die Auswirkungen auf den Planeten setzen sich zusammen, die menschlichen Auswirkungen auf den Planeten. Viele sagen ja, wir leben schon im Anthropozän, also in der Menschenzeit, im Menschenzeitalter, wobei der ein oder andere Vulkanausbruch das dann auch ganz schnell wieder zurechtrücken kann, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das sind vor allen Dingen drei Faktoren. Das ist die Anzahl der Menschen, das ist die Art und Weise, wie sie leben und das ist die Art der Technologie, die sie einsetzen. Das sind die drei großen Bestimmungsgründe. Die Anzahl der Menschen, das können wir jetzt hier nicht machen, nur mal so als kleine Orientierung. Als ich geboren wurde im Jahr 1959, waren wir 3 Milliarden. Heute sind wir 7,5 oder 7,6 Milliarden. Und die Prognose der Vereinten Nationen für das Jahr 2050 ist zwischen 9,5 und 10 Milliarden. Das heißt also, das ist ein Faktor, den will ich aber jetzt im Moment nicht besprechen. Nur so viel, wenn alle diese Menschen, die noch kommen und die dann zusammen fast 10 Milliarden sein werden, so leben würden, so ressourcenintensiv, energieintensiv, kohlenstoffintensiv, wie wir das heute tun, wäre innerhalb sehr kurzer Zeit Schluss. Das heißt, man braucht im Prinzip einen neuen kategorischen Imperativ, wenn man so will, der lautet, lebe so, dass dann oder selbst dann, wenn alle so leben würden wie du, der Planet heil bliebe. Ja, das Stichwort Verallgemeinerungsfähigkeit von Lebensstilen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist also die Lebensstile und die soziale Praxis. Affluence, das lässt sich schlecht übersetzen, aber man könnte es mit Verschwendung übersetzen. Aber unsere oder American Way of Life oder European Way of Life sind natürlich sehr ressourcenintensiv. Deswegen müssen wir auch sprechen über Lebensstile und soziale Praxis, nicht im moralisierenden Ton nur, so nach dem Motto, du musst das und das machen, das kann man auch machen, ja, wo man aufpassen muss, wo man ja selber auch glaubwürdig sein muss, wenn man anderen Ratschläge gibt. Die Politik scheut das wie eine heiße Kartoffel, ja, also über Lebensstile zu reden, aber es ist ein Thema, ja, und das in einen Kontext zu bringen, wo das auch eine befreiende Dimension hat, also die Befreiung vom Überfluss, wie das bei dem Kollegen Nico Pech heißt, das ist sehr, sehr wichtig, aber es geht auch um eine neue soziale Praxis. Also wofür gibt es in der Gesellschaft Anerkennung? Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also der Resonanzraum, die Gesellschaft als Resonanzraum, was findet die Gesellschaft im Großen und Ganzen gut und was ist der neue Kodex? Ja, das heißt, die ganze Debatte über Ökologie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit muss immer auch diese soziale Dimension beinhalten. Und das dritte und unserer Kultur natürlich sehr tief eingeschriebene Thema ist Technologie. Es gab in den 70er Jahren diesen berühmten Sponti-Spruch, der hieß vor dem Hintergrund dieser Debatte, Technology is the answer, but what was the question? Also Technologie ist auf jeden Fall die Antwort, aber was war nochmal die Frage? Ja, natürlich spielt Technologie eine große Rolle, das haben wir ja auch gemeinsam festgestellt, aber eine Reduktion der Debatte auf Technologie reicht nicht, weil wir ein Phänomen haben, das Sie vielleicht kennen aus der Diskussion, diese sogenannten Rebound-Effekte oder Rückschlageffekte. Wir werden zwar immer effizienter, aber wenn wir von allen immer mehr haben, dann wird es schwierig, die ökologischen Ziele zu erreichen. So, das war die erste Vorbemerkung, die mir wichtig war, dass es keine Reduktion auf die Technologiedimension gibt. Dann das Zweite, das schließt dann doch sehr stark an den Vortrag von Herrn Schulze an. Die Klimapolitik, das Feld, was uns heute hier zusammenführt, die Klimapolitik
das ist im Prinzip meine Doktorarbeit aus dem Jahr 1996, aber nach 20 Jahren nochmal aktualisiert oder nach 23 Jahren. Da kann man ja im Prinzip verschiedene Ansätze wählen. Das, was uns allen am sympathischsten ist und was uns hier auch alle zusammenführt, ist der rechte Ast oder die beiden rechten Äste, die sogenannte vorsorgende Klimapolitik. Ja? Das ist zum einen die Mitigation, sagt man im Englischen, wir würden sagen, die Vermeidung von Emissionen durch Technologie, durch neue soziale Praxis, neue Produktions- und Konsumptionsstrukturen, aber eben auch durch Kulturwandel und, ich sage mal ganz allgemein, neue Werte. Also dieser Ast, der steht im Zentrum. Ich habe jetzt die genauen Preisträgerinnen und Preisträger des heutigen Abends nicht vor Augen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Löwenanteil der Aktivitäten in dem rechten Feld ist. So, was auch noch zur präventiven Klimapolitik gehört und sehr, sehr wichtig ist, vor allem, weil es mit einem anderen Thema eng verknüpft ist, nämlich der Frage der Natur, des Naturschutzes, der biologischen Vielfalt, ist der Schutz der Senken und der Schutz der Speicher. Ja, das sind ja nicht nur die Wälder, die CO2 dauerhaft einbinden, sondern es ist auch der Boden, also der Humusaufbau, es sind die Moore und so weiter. Dieser Begriff, ich nehme an, das hieße hier Oil nach Athen tragen, ich nehme an, Sie sind alle mit diesem Thema vertraut, aber der Begriff Carbon Neutrality, also Kohlenstoffneutralität, der spielt ja genau darauf an, dass man sagt, auf der einen Seite geht es darum, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und das, was unvermeidlicherweise noch ausgestoßen werden muss, dafür sollen dann die Senken, die sogenannten Senken, also Wälder, Böden, grüne Pflanzen im weitesten Sinne und auch die Meere geschützt werden. Darin liegen durchaus Risiken in dieser Thematik, weil das dann rechnet man sich gerne gesund, ja? So nach dem Motto, wir können leider nicht mehr machen, aber dafür haben wir ja Bäume gepflanzt. Dennoch glaube ich, dass dieser Ast sehr, sehr wichtig ist, gerade für Städte auf kommunaler Ebene. Ja, solche Strategien, wo man eben Wälder, Böden und vieles andere mehr so gestaltet, dass sie ihrem Klimaschutzeffekt dienen können. So, und jetzt kommen wir auf die linke Seite. Das hat Herr Schulze ja schon sehr schön. Herr Schulze hat sich ja sehr stark in seiner Arbeit mit Anpassungsstrategien beschäftigt, hat aber gleichzeitig hinzugefügt, es wäre keine Präferenz oder so, sondern es wäre eine Balancefrage, so würde ich es mal sagen. Als ich die Doktorarbeit schrieb, Mitte der 90er Jahre, bei unserem gemeinsamen, Doktorvater war nicht, aber den Sie auch kennen, den Hans Nutzinger von der Uni Kassel, da war es noch absolut verpönt, als guter Öko, sagen wir mal, überhaupt über Anpassung zu reden. Weil wenn man über Anpassung an den Klimawandel redete, dann hat man sich ja schon damit abgefunden. Es hat also quasi schon eine verzweifelte Sichtweise. Ich glaube, so einfach können wir es uns heute nicht mehr machen, denn wir müssen uns anpassen an Klimaveränderungen. Das haben die vielen Entwicklungen der letzten Jahre gezeigt und es sind ja vor allen Dingen auch die Länder des globalen Südens, die dieses Thema immer und immer wieder auf die Tagesordnung ganz nach vorne bringen, weil sie teilweise existenziell bedroht sind. Und der entscheidende Punkt ist aber der, das ist auch der Zusammenhang zwischen präventiver Klimapolitik und Anpassungsstrategien, dass es doch ein gewaltiger Unterschied ist, ob ich mich an eine Welt anpassen muss, die nur leicht erwärmt ist, well below 2 degrees Celsius, wie es in einem Pariser Klimavertrag heißt, oder an eine Welt, das hat Herr Schulz ja auch gezeigt, die 3, 4 oder gar 5 Grad wärmer wird. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und deswegen sind all die Punkte, die darunter zusammengefasst sind, vom Küstenschutz, Wassermanagement, Siedlungsplanung, Landwirtschaft, Infrastrukturumbau, das sind absolut wichtige Sachen. Das neue Zauberwort in dem Kontext heißt Resilienz, das wird Ihnen auch sicherlich häufiger schon mal untergekommen sein, also die Förderung der Robustheit gewissermaßen des Systems, also seine Fähigkeit, mit externen Schocks umgehen zu können. Das ist zentral. Ja, insofern sollte man wegkommen von dieser unfruchtbaren Dichotomie Klimaschutz versus Klimaanpassung. Wir werden beides brauchen, aber der innere Zusammenhang ist eben der, den ich gerade skizziert habe. Es ist leichter möglich, sich an eine leicht erwärmte Welt anzupassen, als an eine stark erwärmte oder gar eskalierende Erderwärmung.
So, und der Vollständigkeit halber will ich das wenigstens noch mit draufnehmen. Es ist bei uns kein großes Thema, aber im Weltmaßstab wird daran durchaus auch geforscht. Es gibt einen nicht ganz irrelevanten Strang in der Klimaforschung, der sich beschäftigt. Ist jetzt vielleicht für eine Veranstaltung mit kommunalem Hintergrund ein bisschen zu weit gehend, aber auch sozusagen aktiv ins Klima zu intervenieren. Diese Diskussion gibt es. Die American Association for the Advancement of Sciences hat das vor kurzem als Schwerpunktthema gehabt, der Jahreskonferenz. Ja, also solche Dinge wie die Ozeane zu düngen, damit das Phytoplankton besser wächst und mehr CO2 absorbieren kann, oder Schwefelpartikel in die obere Atmosphäre zu verbringen, damit die Sonneneinstrahlung reduziert wird und vieles andere mehr. Das lassen wir jetzt außen vor, weil wir das für falsch, also ich will jetzt niemanden vereinnahmen, aber ich glaube, es ist Hybris, aber man muss wissen, dass auch in die Richtung gedacht wird. So, die letzte allgemeine Bemerkung, auch die ist mir sehr, sehr wichtig und gerade auf kommunaler Ebene ist das ein ganz zentraler Punkt. Was hier aufgetragen ist, Sie brauchen sich die Details nicht anschauen, die Präsentation, wenn das gewünscht wird, können Sie bekommen und wer sie haben will, kann die dann gerne auch haben. Diese planetaren Grenzen. Es ist nicht nur der Klimawandel ein Umweltproblem. Nicht nur der Klimawandel, er ist vielleicht das Herausragende. Aber der Schwund an biologischer Vielfalt ist ein genauso wichtiges Problem für uns, weil wenn das Netz des Lebens reißt, dann hat das sehr schlimme Auswirkungen für uns. Das heißt also, der Verlust an biologischer Vielfalt und der Klimawandel, die müssen stets zusammengedacht werden, wie auch andere Themen, die Kreislaufwirtschaft und anderes mehr. So, das waren die drei Vorbemerkungen. Und damit wäre der erste Teil abgeschlossen. Der Herr Moderator steht aber schon. Das ist so eine Art Hinweis. Keine Bedrohung, ich nehme es als Hinweis. Wenn ich noch 3 Minuten nehmen würde, wäre das kompatibel? Also wenn Sie noch 3 Minuten für Ihre 3 Vorbemerkungen, nein, dann nein, noch nein, 3 nein, Nachbemerkungen nein, machen, nein, halt, gerne, nur, wir hören fasziniert zu. Gerne. Ja, ich will nur Folgendes sagen. Also ich habe jetzt alles übersprungen. Ich hätte sonst eine rabiate, sage ich ruhig, Kritik der vorherrschenden neoklassischen Ökonomie vorgenommen, die also das Bild verfolgt, der Homo economicus, alle seien nur auf ihren eigenen Nutzen bedacht. So etwas wie Gesellschaft gäbe es gar nicht. Das Gemeinwohl sei die Summe der individuellen Nutzenmaximierung. Das habe ich mir alles jetzt gespart, obwohl es wichtig wäre. Oder die Ersetzbarkeit von Natur durch Kapital und vieles andere mehr. Was ich hier nur sagen will, ist, wovon wir Abschied nehmen müssen, ist die Vorstellung, es gäbe eine Ökonomie, ja, und die gelte es mittels richtiger Rahmen, also beispielsweise CO2-Bepreisung, auf die richtige Schiene zu setzen. Ansonsten könne aber alles so bleiben, wie es ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden in Zukunft, das ist aus einer Veröffentlichung von mir, 3 Typen von Ökonomien haben. Das erste ist die technologiegetriebene, die sich sehr stark beschäftigt mit Effizienzverbesserung, also eigentlich das, was der Kapitalismus auch gut kann, wenn die Preissignale stimmen, eben Verschwendung zu vermeiden. Auch, und das ist das Zentrale, das Zweite, die Ökonomie der Substitution gehe von nicht erneuerbar zu erneuerbar, also von Kohle, Öl, Gas und Uranium zu Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme, Biomasse und so weiter. Wobei die entscheidende Frage ist, wir müssen weniger verbrauchen, wir müssen am Ende der Prozesse die Energie intelligenter nutzen, weil wenn wir einfach nur das heutige Verbrauchsniveau oder gar ein steigendes statt mit fossilen oder fossilen nuklearen Energien zu ersetzen mit Erneuerbaren, dann kriegen wir an anderer Stelle, Stichwort Biodiversität, ein großes oder Landnutzung und so weiter, ein großes Problem. Und das Dritte in dem Kontext ist natürlich die Frage der Kreislaufwirtschaft. Aber eine Kreislaufwirtschaft, die ihren Namen auch wirklich verdient, nicht nur die gelbe Tonne, ja, ja, da wollen wir jetzt mal, das heißt ja auch Kreislaufwirtschaft, sondern eine wirkliche Kreislaufwirtschaft, in der es praktisch keine Abfälle mehr gibt. Das Zweite, ganz kurz, im politischen Raum weitestgehend tabuisiert, aber gerade auf einer lokalen, dezentralen, kommunalen Ebene sehr, sehr wichtig, die Frage nach dem rechten Maß, also quasi soziale Initiativen, Stichwort Suffizienz ist kein schönes Wort, aber auch quasi, was man vor Ort durch
gemeinschaftliche Nutzungsformen und auch durch selber machen statt kaufen und so weiter. Eine Sache, die jetzt gerade während der Corona-Krise eine enorme Renaissance erfahren hat, das auch zu stärken als soziale Innovation, jenseits der technischen Innovation. Und dann das Dritte, und das ist eigentlich mein Hauptfeld in den letzten Jahren gewesen, aber dafür reicht die Zeit nicht mehr, dass wir viel stärker auch kooperative Formen des Wirtschaftens fördern. Nicht nur wettbewerbsorientierte, marktbasierte, sondern ganz stark auch kooperationsgetriebene Formen des Wirtschaftens, wie die Ökonomie des Teilens, die Share Economy, wie die Sorgearbeit. Ja? Wir tun ja immer so, als wenn das alles, auf dem unser System fußt, ja, wie selbstverständlich gegeben wäre. Aber ist es ja gar nicht. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise gesehen. Wer macht denn die Arbeit? Ja, die wird ja in den kleinen Lebenskreisen gemacht, in den Familien, in den Gemeinschaften, in den Nachbarschaften und so weiter. Häufig auch natürlich die weibliche Seite der Menschheit, die diese Arbeiten leistet, ist ja heute auch ein bisschen asymmetrisch mit unserer Besetzung, aber ich kann es jetzt leider auch nicht mehr ändern. Also dieses ganze Thema Care Economy, also Sorgearbeit, dann die Repair Economy, also die Langlebigkeit von Produkten, ein ganz wichtiges Thema. Dann ein Fremdwort, prosumieren, also Prosumer Networks, dass quasi diese Scheidelinie zwischen Produzierenden hier, Konsumierenden da, dass die in vielen Bereichen zunehmend aufgehoben wird. Ja, im Bereich der erneuerbaren Energien, dass man eben nicht nur Energiekonsument ist, sondern auch selber Energieerzeuger, ob es jetzt auf dem Dach eine Solaranlage ist, eine Biogasanlage oder wie auch immer. Oder auch im Bereich der Landwirtschaft, dass man nicht nur quasi guckt an der Ladentheke, was kann ich da kaufen, für welches Geld, sondern auch sich fragt, woher kommen die Nahrungsmittel, wie werden die produziert, also Rückkopplungsschleifen schaffen und deswegen diese Prosumenten-Netzwerke fördern. Regionalökonomie, wichtiges Thema, gerade auf kommunaler Ebene, kann ich jetzt nicht vertiefen. Der Resilienzbegriff fiel schon mal, dass man also quasi übermäßige Außenabhängigkeit reduziert durch eine Kräftigung der lokalen, regionalen Ökonomie, eine Erhöhung der innerregionalen Produktionsverflechtungen und dass wir eben erkennen, dass viele Güter, ob es jetzt öffentliche Infrastrukturen sind oder Parks oder wie auch immer, Gemeinschaftsgüter anders bewirtschaftet werden müssen als eine Tankstelle oder ein Kaufhaus. Ja, das da eben auch anders, haben wir ja gemerkt jetzt bei der Corona-Krise, wenn die Infrastrukturen systematisch durch Rationalisierung, Effizienzsteigerung permanent unter Druck gesetzt werden und nur noch auf Kante genäht sind, dann reicht die kleinste Krise aus, um sie zum Wanken zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft, dann bin ich jetzt auch fertig, Entschuldigung, dass ich überzogen habe, dass wir in Zukunft ein umfassenderes Verständnis von Ökonomie brauchen, das zwar immer auch noch wettbewerbsorientierte und marktbasierte Elemente hat, aber eben auch kooperative Elemente, die die Gesellschaft letzten Endes zusammenhalten können. So viel. Dankeschön.